Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft. Eigentlich wollten wir jetzt schlafen, allerdings ist mir gerade in diesem Moment noch eingefallen, wir können uns auch mal eine Eisenrüstung machen, denn wir haben keine mehr. Klar, es wurde gesagt, Eisenrüstung ist Verschwendung, aber finde ich eigentlich nicht. Bin ich nicht ganz der Meinung. Ganz einfach, weil... Was war das jetzt hier? Eine Lore? Ne, ein Kessel. Wofür braucht man eigentlich einen Kessel? Wollen wir einfach mal einen machen? Okay, machen wir einen Kessel. Wozu? Ich weiß es nicht. Ist auch nicht wichtig. Beinschutz hatten wir. Dann brauchen wir noch den Helm. Komm her. Dann haben wir noch einen Eisenhelm. Und dann brauchen wir noch die Schüchen. Und dann haben wir, glaube ich, alles. Ich meine, wir haben genug Eisen. Wo auch immer wir hier noch welches drin hatten. Hier war es noch. Dann kann das wieder raus. Okay. Dann kann hier das Eisen nämlich wieder rein. Und wir haben mindestens genauso viel wie vorher. Dafür können wir uns allerdings auch wieder anziehen und haben einen Kessel. Yay! Was macht dieser Kessel? Ich weiß es nicht. Wollen wir den mal irgendwo aufstellen? Vielleicht hier? Und was kann man da jetzt machen? Kann man da Wasser reinkippen? In den Kessel? Funktioniert das? Jo. Und jetzt? Müssen wir dann noch irgendwie Kohle verwenden oder so? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir haben da jetzt Wasser drin. Und nun? Was macht man damit? Ich hätte jetzt gedacht, jetzt kommt hier Kohle unter oder so. Aber wir bekommen das Wasser ja auch nicht wieder raus. I don't know, was der Sinn davon ist. Oder soll es einfach nur ein cooles Waschbecken sein? Von mir aus ist es auch nur ein cooles Waschbecken oder sowas. Kann ich mit leben. So, was wollte ich denn... Ach genau, die Eisenrüstung haben wir angelegt, richtig? Richtig. Schutz sieht wieder gut aus. Gut, und dann können wir den Eimer ablegen. Die Tintensäcke brauchen wir nicht, aber okay. Wir können vielleicht noch ein neues Stein... noch ein gebrauchtes Steinschwert mitnehmen. Oh, die sind beide sehr gebraucht. Sehe ich gerade. Da lohnt sich doch dieses Reparieren. Das habe ich ja auch noch nie gemacht. So und so. Okay, bringt nicht viel, ne? Aber immerhin. Okay, hier haben wir noch eins. Gut, ich hoffe einfach mal, dass das reicht. Wenn nicht, dann nicht. Gut, jetzt gehen wir aber auf jeden Fall schlafen. Was, es ist immer noch nicht Nacht? Wir haben doch jetzt schon so viel Zeug gemacht. Hä? Oder haben wir die Nacht verpasst? Nein, so schnell vergeht auch keine Nacht. Gibt's hier keine Nacht mehr? Hallo? Wo bleibt die Nacht? Ah. Vielleicht täuscht mich mein Auge auch und aber... Und, also ich habe das Gefühl, es wird dunkler. Nee, das täuscht nicht. Es wird dunkel. Sehr gut, dann können wir auch so langsam schlafen gehen. Klar, wir haben jetzt nicht die Masse an Brötchen mit, aber ich hoffe, das reicht. Die Diamantspitzhacke nehmen wir natürlich nicht mit. Hui. Die bleibt schön hier. Mit den Diamanten und Co. Wir brauchen auf jeden Fall Leder und ein bisschen Papier. Wo hatten wir denn Schilfrohr angebaut? Das funktionierte doch auch irgendwie. Ne, Zuckerrohr. Ich sag immer noch Schilfrohr. Irgendwie konnte man noch dadurch jetzt Papier machen, oder? So? Oder so und dann hier noch? Oder so? Oder so und so und so und so? So, so, so? Konnte man da nicht irgendwie Papier machen? Doch, ich bin mir eigentlich sicher. Aber wie funktioniert das? I don't know. Ich habe keine Ahnung. Das hatten wir doch alle schon, oder? Hm. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Irgendwann. Beziehungsweise nachgucken. Je nachdem, wie lange diese Erkundungstour dauert. Ich befürchte das Schlimmste, dass wir hier nie wieder herfinden werden. Aber das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ja, warum gehe ich wieder hoch? Ich weiß nicht. Wir wollen schlafen. Und dann geht los. Dann geht los.
Ja, ich hab's nicht ein paar Mal versucht oder so. Überhaupt nicht. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Hoch mit uns jetzt und ab geht's. Wir gehen hier oben raus. Wie viele Äxte haben wir mit? Ein paar. Okay, ein paar. Ein paar ist gut. Immer wenn wir Laune haben und einen Baum absägen wollen, können wir das tun. Tschüss, Häuschen. Wir machen uns auf die Reise. Ja, wo lang? Einfach geradeaus, würde ich erstmal sagen. Behaupten. Hier ist ja dieses Ding hier oben. Oh, hallo Creeper. Ja, da kommt die Musik ja richtig zu. Na, mach doch Boom. Mach doch Boom. Mach doch Boom. Okay, hast du wirklich gemacht. Gib mir die Erde. Schwupps. Aufgesammelt. Was zum? War die nicht noch? Okay, die schien auch so gut wie leer zu sein. Oder die Creeper sprengen wirklich eine ganze Menge weg. Oh, hier liegt noch. Nee, das ist mein Inventar. Ich dachte schon, da liegt jetzt. Wir könnten mal diese Fackel hier abbauen. Dann haben wir nämlich noch ein paar. So. So. Komm. Und dann wandern wir einfach mal hier ein bisschen lang. Diesen Baum hier könnten wir noch fertig abholzen. Haben wir irgendwas mit, wie Erde? Haben wir mit. Das ist gut. Das ist gut. Dann können wir uns nämlich mal auf eine geeignete Höhe bauen und diesen Baum abfällen. Da endet er. Hopp. Oh, verdammt. Ja, das hat es jetzt gebracht, oder? Jetzt kommen wir da wahrscheinlich nicht ganz oben an. Doch. Das hat gereicht zum Glück. Jetzt müssen wir nur noch die Erde abgebaut kriegen. Ich will hier nicht noch weitere Türmchen. Wir haben keine Schaufel. Wir haben keine Schaufel. Aber hier steht eine Werkbank. Hier steht doch eine Werkbank. Wo war sie? Wo ist sie? Hier ist sie. Gut. Dann können wir auf jeden Fall. Die Werkbank wollte ich benutzen. Stöcker. Pflasterstein. Schaufel. Können wir hier irgendwie mal so ein bisschen lang tauschen. Noch eine Schaufel. Noch eine Schaufel. Das soll uns erstmal reichen. Okay. Vielleicht können wir auch einfach die Werkbank schon mal mitnehmen. Warum auch nicht? Gut. Nehmen wir dich noch einfach mit, weil wir gerade so einen Spaß dran hatten, Bäume zu fällen. Hops. Okay, und jetzt brauchen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen Erde. Ey, hierhin wollte ich die. Gut, und weiter wird gefällt und dann hoffe ich. Sag nicht, da kommen wir jetzt nicht an. Das glaube ich aber nicht. Ich wollte schon sagen. Oh, dann ist da noch einer unter. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. So. Und wieder weg mit dir, Erde. Wir haben noch eine Menge vor uns. Wurdest du aufgesammelt? Ja. Okay, wir versuchen vielleicht mal möglichst gerade zu laufen. Ich habe kein Weizen mit, ne? Um die Tiere anzulocken. Ach, verdammt. Na gut, egal. Da oben ist noch so ein weiteres Konstrukt von uns. Interessant, interessant. Das haben wir damals ja gebaut, als wir uns ein paar Mal verlaufen hatten. Da oben. Ich glaube, da haben wir uns gerettet vor den Skeletten, ne? War das nicht so? Weil wir hatten doch nur noch sehr wenig Leben, beziehungsweise hatten nichts zu essen. Weil ich ja mir eine sehr coole Taktik ausgedacht hatte und dann dachte ich mir so, wir sparen uns das Bäume fällen und das Haus errichten aus Erde. Wir buddeln uns in die Erde und können die ganze Nacht durcharbeiten. Haben wir auch getan. Das stimmt schon. Problem an der Sache ist nur, dass ich nicht an die Nahrung gedacht habe, beziehungsweise die ganze Problematik unterschätzt habe. Ja. Das war nicht so gut. Nicht so durchdacht von mir. Hier haben wir also eine Wüste. Hui, da war was nicht geladen. Ich dachte schon. So ein riesiges Tal, so ein riesiger Abgrund. Ist ja interessant, dass Eis und Wüste aneinander grenzt. Das passt ja auch gut, Schnee und Wüste. Da wird dazwischen natürlich kein Wasser sein. Ha, irgendwie lädt das da hinten nicht gut. Egal, egal. So. Da hinten sind auch noch ein paar Berge. Aber irgendwie will es heute nicht so richtig laden. Moment mal. Okay, ich habe es jetzt nochmal neu laden lassen. Scheint ein bisschen besser. Ja, okay, hier hinten ist es jetzt alles noch nicht geladen, aber in die Richtung wollen wir auch eigentlich nicht. Ich wollte mal hier lang gucken. Hier sah das doch.
halbwegs interessant aus, das Ganze. Wir hätten uns ein Bett mitnehmen sollen, fällt mir mal gerade so ein. Na gut. Vielleicht finden wir auch hier auch ein paar Schafe. Okay. Hier sind ein paar Löcherchen. Das ein oder andere. Hühnchen! Hühnchen sind gut. Haben wir Körner dabei? Nö. Dann wisst ihr, was das bedeutet. Ihr wisst ganz genau, was es bedeutet. Und eure Eier will ich haben. Denn daraus können eventuell Hühnchen schlüpfen. Dann müssen wir euch nicht einfangen, sondern können euch aus Eiern züchten. Das wäre natürlich auch super. Denn jetzt können wir ja endlich Hühnchen haben. Warte mal. Okay, das Ei erstmal. Dann Hühnchen. Komm. Tot. Wenn ihr Eier legen wollt, dann los. Immer raus damit. Immer raus damit. Aber Fleisch nehme ich auch sehr gerne. Ist gar kein Ding. Wir können uns da schon auf irgendwas einigen. So. Da ist noch ein bisschen Kohle und interessant, interessant. Mich interessieren jetzt aber vor allem die Eier. Die würde ich gerne haben. Aha, ist jetzt hier unten noch irgendwie Lehm? Sieht nicht so aus. Der versucht uns mit... Oh, ach, du kommst sogar her. Das ist nett von dir. Das ist sehr zuvorkommend. Da ist noch ein Ei. Sehr gut. Wenn wir ein paar Eier haben, können wir die nämlich einfach werfen und brauchen nicht extra Tiere anlocken. Wie viele haben wir? 4 bloß. Okay, da ist die Chance natürlich noch nicht so mega groß, dass wir was finden. Also was rausbekommen. Was man dann züchten kann. Hörst du mal auf, wegzulaufen? Ich glaube, es hackt. Aber Hühnchen sind hier eine ganze Menge. Was natürlich sehr gut ist. Für uns, wenn noch ein paar mehr Eierchen da wären, wäre das natürlich noch ein Tick besser. Aber doch, doch, interessante Landschaft. Und ich höre schon wieder ein Skelett. Macht nichts. Macht nichts. So, Hühnchen. Also wir haben eine Menge gebratenes Hühnchen, glaube ich. Nachher, hier laufen doch eine Menge rum. Wenn wir jetzt noch ein paar Rinder finden, das sieht doch nach Höhleneingang aus. Nee, nicht ganz. Das wäre super. Wenn wir da ein paar Rinderchen finden. Oh, und das da hinten scheint... Ist das so ein Wüstentempel?